Moin, da bin ich wieder. Und ich habe keine Ahnung, wie man einen gescheiten Videoanfang macht, deswegen fangen wir damit an, wie ich an Merch wecke. Und diesmal sogar mit meinem komischen Ich-Dasein. Sie sehen, wie ich am Schreibtisch mit dieser magischen Schrumpffolie das Zeug final auskarte. Den Großteil macht mein Krieg gerade da hinten, dieser weiße, bewegende Fleck, sage ich mal. Aber es kommt nicht ganz durch und ich muss so an manchen Ecken nochmal mit einem Skalpell nachhelfen. Und das passiert sehr oft. Weil, wie ihr sehen könnt, habe ich gerade mal zwei Motive gerade auf diesem A4-Blatt. Und die schrumpfen zwar auch beachtlich, aber ich muss die entsprechend groß erstmal drucken. Also darf ich gefühlt 100 Schlüsselanhänger diverser Motive erstmal auskarten, damit die dann in den Ofen können. Und während des Schrumpfens, deswegen heißt es auch Schrumpffolie, ziehen die sich zusammen und werden fest. Dann sind sie nicht mehr so schwabbelwabbelig, sondern wirklich fest. Aber was auch dabei zu beachten ist, insbesondere wenn ihr das weiße Papier nehmt, druckt es bewusst heller in eure, speichert es heller in eurer Software ab. Also in meinem Fall, ich habe ja Medibang, dann tue ich dann einfach die Ebene duplizieren, dann Alpha-Sperre rauf und dann gehst du halt mit Weiß rüber. Und dann musst du gucken. Bei manchen Motiven habe ich wirklich 100% drauf, also jetzt nicht, dass es komplett weiß ist, sondern dass es teilweise durchsieht. Und bei anderen war es so gefühlt nur 50%, was verwirrend ist, aber okay. Weil beim ersten Mal habe ich das nicht gemacht und die waren wirklich sehr dunkel. Die sind immer noch sehr kräftig, aber ich finde das inzwischen so fein, wie ich es gemacht habe. Weil ich habe sie lieber zu kräftig als zu lasch, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute überfordert. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich weinen oder lachen soll, obwohl ich so viel Space habe, ist das einfach immer noch nicht genug für alle meine Projekte. Ich habe überall Stapel. Ich weiß nicht, wohin mit den Stapeln. Jedes Mal, wenn ich aufräume, wenn ich mich umdrehe, es ist wie mit dem verfluchten Abwasch in der Küche. Es hört einfach niemals auf. Es kommt wieder und handelt mich tot. Hilfe. Aber ja. Ich bin eigentlich im Prinzip da gerade eine laufende Fließbandmaschine. Ich bin an meinem Schreibtisch, cutte das fertige Papier aus. Meanwhile kommt dann immer das neue Stück rein, was 3 bis 4 Mal, teilweise sogar 5 Mal von der Maschine geschnitten wird, sodass es zumindest größtenteils durch ist. Zwischendrin ist manchmal noch ein Druck gewesen, da habe ich es mal rausgemacht, weil die 4 Posten waren mir ein bisschen zu überfordern. Und der dritte Posten ist in der Küche. Da kommen dann die Rohlinge rein und da gucke ich dann halt immer wieder nach, von wegen, ob sie jetzt fertig sind. Dann werden sie rausgenommen. Dann nehme ich mir immer 2 Buttermesser, drücke beide Enden platt, weil die sich entsprechend klein zusammenziehen, damit die halbwegs gerade sind. Und das geht dann halt so dauerhaft im Kreis, bis ich irgendwann mit den hunderten Schlüsselanhängern fertig bin. Ich habe gedacht, das findet kein Ende mehr. Irgendwann war ich aber wirklich mal fertig. Aber ich kann euch sagen, Schlüsselanhänger auf Masse produzieren sind mein schlimmster Nightmare geworden. Sticker und so geht ja noch. Wobei der Klebefilm von der Matte sich leider Gottes löst. Da muss ich noch gegenarbeiten. Ich muss mir noch gucken, ob ich so ein Klebespray finde, damit ich das refreshen kann. Aber der Schlüsselanhänger ist mein Living Nightmare, Bruder. Das macht keinen Spaß. Die haben halt auch am längsten gedauert, weil du hast halt zuerst dieses Drucken, dann dieses Ausschneiden doppelt und dreifach, dann kommt das in den Ofen, dann muss es abkühlen, dann kommt der Schutzlack drauf. Und dann kann ich erst die Ketten einfädeln. Yay. Aber was macht man nicht alles, ne? Ich meine, es ist eine Con, es wird meine erste Convention auf der LBM. Und da ich zu groggy war, beziehungsweise auch keiner zu shy, auf der Con zu filmen, großartig, bin ich jetzt einfach mal ein laufender Spoiler und gebe euch schon Warm-up vorab. Der Rest ist dann einfach mit Musikunterlage und manchmal gibt es auch so kleine Speeches. Aber ich gebe euch das Warm-up vorher, weil ich habe sonst kein Bildmaterial und ich habe gerade nicht die Eier in der Hose, meine Cam anzuschalten, um das so im Nachhinein ranzuklatschen, okay? Cool. Ich meine, ich gehe seit 3 oder 4 Jahren immer als Besucher auf die LBM. Jetzt mal Zählzeiten ausgeklammert.
Und deswegen habe ich gesagt, ich will unbedingt auf dieser Con auch meinen Stand haben, weil das ist meine Lieblingscon. Ich finde sie wundervoll. Du hast so viel Auswahl und wenn irgendwas ist, kannst du immer in die Glashalle gehen zum Runterkommen. Da habe ich mich letztes Jahr auch hingesetzt und gesketcht. Fange. Du musst halt nur, wenn es heiß ist, gucken, dass du im Schatten sitzt, weil Glashalle. Aber ansonsten YOLO. Und ich finde, die Preise sind auch vollkommen IO. Ich meine, klar, es ist immer noch viel Geld, was du ausgibst, aber du gehst ja auf diese Messe, um diese Atmosphäre zu überleben und nicht um billig einkaufen zu gehen. Dafür gibt es Amazon, seien wir ehrlich. Oder noch andere Scam-Seiten, aber ich glaube, das Fairste, was man da nehmen kann, ist Amazon, wobei das auch schon wieder umstritten ist, wegen dem Versand der Postboten, die da harte Zeitmaßnahmen haben und so, aber lassen wir das mal kurz außen vor. Aber jedenfalls habe ich deswegen gesagt, ich will auf jeden Fall da auf eine Con gehen und ich habe mich auch nochmal für einen Artist-Stand beworben, der 350, glaube ich, plus minus gekostet hätte. Also machbarer, sagen wir mal. Hat natürlich nicht geklappt. Und nein, das war nicht das erste Jahr, wo ich mich beworben habe. Ich habe mich auch seit fast 4 Jahren jedes scheiß Jahr beworben. Beim ersten Jahr wurde ich in die Warteliste auf Platz 30 gesetzt, bin natürlich nicht nachgerückt und seitdem habe ich mich beworben und bin nie wieder aufgetaucht. Also haben Alina, alias Elif, die ihr dennoch später seht, ich gesagt, scheiß drauf. Wir setzen uns jetzt einfach zusammen an den Profistand. Haben wir mehr Platz? Wir passen dann immer gegenseitig auf. Alles geil. Und das wird einfach das ultimative Friends-Erlebnis, weil Fun Fact: Wir kennen uns seit ich zeichne und das ist jetzt auf dieses Jahr 10 Jahre. Also, wir haben sozusagen zum Close-Up des 10-jährigen Kens, 10-jährigen Kens, Deutsch, haben wir uns einen Profistand zusammengeholt und wir werden das jetzt durchziehen, bis wir jetzt umfallen. Ich meine, ich habe es immer so gemacht als Besucher. Ich bin Donnerstag immer hingegangen, habe mich umgeguckt, weil da ist es am ruhigsten und gechillsten. Habe dann alles Wichtige eingekauft und danach war Freitag einfach nur Leute abklappern, zum Kontakt halten, so rumgucken, neugierig, so ab und zu Spontankäufe. Aber Samstag, egal welche Scheiß-Con, ich werde nie wieder freiwillig Samstag auf eine Con gehen, weil das ist einfach zu voll als Besucher. Ja. Und ich meine, es war, wie gesagt, meine erste Con. Ich habe way too less Werbung dafür gemacht, seien wir ehrlich. Aber jedes Mal, wenn ich auch einfach nur anmerke, dass ich Merch verkaufe, stirbt meine Reichweite, weswegen ich da ein bisschen tot bin inzwischen. Und jedenfalls, ich weiß, es ist Donnerstag, es passiert nicht viel, aber zum Beispiel bei meiner Freundin und Nachbarin Alina lief es halt echt gut und sie war wirklich so Kornern hinter Kornern und mit mir wurden nicht mehr Gespräche geführt. Also, ich bin nicht da reingegangen, von wegen, ich mache safe die 1.000 € Standgebühr wieder rein am Arsch. Aber ich hätte mir halt gewünscht, wenigstens ein, zwei Gespräche zu haben, um sich nicht so nutzlos und belanglos zu fühlen. Aber das war nicht. Und ich habe mich halt die ganzen Stunden, weil es immer von 10 bis 18 Uhr ging, also im Prinzip ein Arbeitstag, habe ich versucht, die ganzen Stunden mich immer runterzureden, so, hey Lay, es ist deine erste Scheiß-Con und es ist der erste der 4 Tage. Es wird schon noch was passieren. Aber mit jeder Stunde, wo ich auch sehe, dass wenigstens bei allen anderen immer wieder irgendwas passiert, wurde ich halt immer deprimierter und habe eigentlich auch versucht, das nicht anmerken zu lassen, weil Grumpy sitzen ist jetzt auch nicht so geil als Verkaufsstrategie. Aber letztlich in der letzten halben Stunde, ich weiß, dass es ein Arschloch-Move war, aber ich bin aufgestanden, wirklich ohne was zu sagen, bin unter den Tisch durchgekrabbelt und bin nach draußen gegangen und habe mich einfach heulend auf den Parkplatz gesetzt. Weil also ich wusste, wenn ich was gesagt hätte, ich hätte direkt geheult und das wäre schlechte Aufmerksamkeit gewesen. Zum einen wollte ich nicht ihren Run stören und zum anderen so eine Aufmerksamkeit braucht keine Sau. Und da kam halt Queenchen, die ihr dann auch später seht, und hat dann auch mit mir geredet, wo ich dann auch so das saß, Schatz, ich weiß, ich kenne die Sprüche, ich tue die mir seit Stunden vorsagen, aber es tut halt immer noch anders, wie wirklich zu erleben, wie du gefühlt absolut belanglos bist und keine Scheißsau sich für deinen Scheiß interessiert, nachdem du dir den Arsch aufgerissen hast. Auch wenn ich weiß, hier sind Hunderte, Tausende und es wird safe immer noch irgendjemand geben, der noch schlechter dran ist. Der vielleicht sogar das Geld investiert hat und darauf angewiesen ist, dass es zurückkommt und nicht, wo ich sage, ich habe es mir extra dafür beiseite gelegt. Naja. Und dann war Freitag, dann kam der Großteil meiner Meute, also meine Bekanntschaften, die ich über das magische Internet aufbauen durfte. Und dann hatte ich auch die ersten Verkäufe und auch Kontoeinträge. Ein paar Kontoeinträge haben sich dann in Samstag reingezogen und Freitag war cool, da habe ich mich gefreut, da war wieder gute Laune. Und dann war Samstag, die Hallen waren voll. Es konnte sich, also, so hast so viele Menschen rumlaufen sehen. Aber dann waren wir wieder fast bei Stand Donnerstag.
Also es gab ein, zwei Gespräche, weil auch manche halt erst Samstag angefahren sind. Aber es war wieder merkbare Flaute, drücken wir es so aus. Was halt auch wieder ein bisschen deprimierend ist, wenn du siehst, wie es wiederum bei anderen läuft und wie viel da sind. Aber ich hatte immerhin einen Konon-Eintrag und meine Tasche wurde von Silas gekauft. Grüß an dich, Bruder. Ich weiß gerade gar nicht, war noch irgendwas anderes? Das waren gerade die zwei Sachen, die mir einfallen. Aber es war halt wieder vergleichsweise flau, aber ich saß wieder so da. Du hattest gestern einen guten Tag, Lei. Vielleicht schau noch mal Sonntag rein. Also von daher, wir fangen jetzt nicht wieder wie Donnerstag an. Und es war auch so, Donnerstag war dann wieder richtig schön. Ich war richtig unter Strom. Ich habe drei fucking Full-Color-Einträge an einem Tag geschafft. Und Sketchy. Und dann hätte ich theoretisch noch Zeit gehabt. Also ich hätte noch ein oder zwei, je nachdem was es ist, hätte ich geschafft. Aber das war dann wieder so schön, nochmal schön Endspurt. Wobei, ich wollte eigentlich, also meine Taktik war, Samstag nochmal ein bisschen was verdienen und dann Sonntag in Ruhe rumgehen. Aber Samstag kam nichts rum, deswegen hatte ich dann Sonntag früh keine Lust mehr und war keiner deprimiert. Und dann kamen wieder die ersten Aufträge und dann war ich im Schwung und dann kam ich nicht dazu. Ich muss das nächstes Jahr besser planen. Aber auf der anderen Seite, ich bin ehrlich, ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das noch tragen sollte. Ich habe jetzt gelernt, dass ich mein Merch auch zur Con schicken kann, weil ich bin ja Öffi, habe ja kein Auto, dass ich das dahin schicke und das mir auch wieder zurückschicken lassen kann. Sprich, dann nächstes Jahr kann ich definitiv besser planen, schon allein, dass das Tragen nicht so ein Krampf wird. Und dann habe ich auch den Space, dass ich sagen kann, ich kann auch zu den anderen gehen. Ich habe zwar ein bisschen was verkauft. Theoretisch habe ich Luft bekommen. Praktisch aber, wir waren in einer Pension und mussten uns selber versorgen mit Food Food. Bedeutet, wir mussten Essen einkaufen. Ich habe nach dem ersten Einkauf gesagt, Bruder, das reicht. Wir sind leider doch noch wieder einkaufen gegangen und gefühlt alles, was wir nachgekauft haben, ist halt das, was übergeblieben ist. Und ich wollte das nicht alles liegen lassen, also habe ich das gefühlt in jeden Zentimeter meiner Tasche gequetscht. Und ja. Ich meine, hey, so muss ich jetzt nicht direkt einkaufen, wie eigentlich geplant. Jetzt komme ich, glaube ich, noch bis Anfang April drüber. Mal schauen, wie ich mich zusammenreiße. Aber es war dann trotzdem so. Aber naja, also für nächstes Jahr das Zeug zur LBM schicken und ich kann es auch wieder zurückschicken. Da muss ich nur das Nötigste mitnehmen. Und das ist dann alles auch tragbar. Summa summarum ist eigentlich das Nervigste ist so dieses Auf und Ab. Ich hätte gern, wenn eine konsistente Linie gehabt oder so ein bisschen mehr am Samstag, dass ich nicht wieder fast in die Miau-Laune gefallen wäre. Aber alles in allem habe ich trotzdem meine Kasse ein bisschen füllen dürfen. Ich drück's mal so aus. Es sind logischerweise nicht die Standgebühren wieder reingekommen, was aber auch absoluter Wahnsinn wäre, wenn. Und von dem Rest reden wir nicht an Geld. Aber ich kann stolz sagen, es sind mehrere hundert herumgekommen. Und für eine erste Con war es definitiv fein. Und jetzt lerne ich einfach aus den Fehlern. Ich weiß es jetzt auch schon für Dokumi, dass ich ein, zwei Sachen noch dazu kaufe, damit mein Stand schöner aussieht und vielleicht hoffentlich auch ansprechender. Und dann wird das vielleicht ein Erfolg. Und falls ihr auf die Dokumi geht, ich würde mich freuen, wenn ich euch in Real Life anquatschen darf. Ich hoffe, ich komme nicht wieder in eine Grumpy Phase und wenn ja, tut es mir leid. Aber ich glaub mir, in dem Moment, wo du mich ansprichst, bin ich glücklich. Ich bin so ein Aufmerksamkeitsopfer. In dem Moment, wo du mich ansprichst, bin ich richtig glücklich. Das ist wirklich wie, als würdest du so einen Schalter umlegen. Ja, und wenn man dann noch was kauft, bin ich natürlich nur noch glücklicher. Aber ja. Ich hoffe, Ihnen gefällt dann jetzt das Rest Documentary, Cringy, Vloggy, Gedöns, LBM-Kacke. Ich bin nicht gut da drin. Aber ich habe mein Bestes versucht. Und ich danke für die Ehre, fürs Reinklicken. Wenn du bei der LBM warst, Dankeschön, dass du da warst. Es tut mir leid, falls ich dich angecrumpt habe, weil ich im schlechten Mut war. Aber ich verspreche, nächstes Jahr werde ich besser sein. Und auch auf der Dokumi. Und mal sehen, was noch kommt. Bitte besuchen Sie mein Twitchy und meinen Online-Shop und meine anderen komischen Socials, die alle verlinkt sind. Dankeschön. Und jetzt auf zur Musik. Bitches.
Thank you.
Yeah.
Okay. Ich habe mich mit der wunderschönen Transferpresse auseinandergesetzt. Wir haben hier die erste Tasse. Hier ist extra ein Special Motiv für Anine. Ich habe noch eines extra unbedruckt, weil da will ich noch was für Sogi zeichnen. Ich hoffe, ich schaffe das noch in Time. Das wird alles echt super. Aber ich bin bisher glücklich und ich habe noch ein paar mehr Drucke gemacht. Genauer gesagt, alle anderen sechs. Und jetzt wird es Zeit, sie zu entkleiden. Ich dachte mir, die Scheiße nehme ich mal mit auf die. Erstmal Klebeband ab, weil sonst sehen wir nichts. Sehe schon erste Farbe. Das ist so ein fucking Glücksgefühl, Alter. Das ist. Oh, look at this. Ich reiße es gerade sehr unsauber ab, aber das ist Porn. Das ist Erfolgsporn. Oh, ich hatte so Angst, heute damit anzufangen, weil ich musste erst den Drucker einstellen. Ich habe es halt missverstanden. Ich habe einen Canon-Drucker und ich hatte Patronen gefunden. Das Einzige, was mich stört, ist hier dieser Spalt. Ich habe eigentlich das abgemessen, weil ich wollte, dass es genau hier dran ist, dass du keinen Spalt hast, gerade bei so einer Illo. Was hat leider nicht ganz geklappt. Aber ansonsten, Mama ist happy. Und dann haben wir diesen wunderschönen Deckel hier. Den kann man wie eine Dose auf und zu machen. Und dann kommt da der Trinkhalm rein und man ist ready to go. Ich liebe diese Scheißtassen. Aber wie ich feststellen durfte, nachdem ich es eigentlich gefühlt 100 Mal überprüft hatte, bevor ich gekauft habe, weil ich eigentlich nur zwei Drucker haben wollte und nicht drei, nein, Canson kann keine Supplementations Dings machen, drucken. Irgendwie kann das nur Epson und irgendeine andere komische China-Marke. Aber ich habe dann lieber Epson genommen, weil wenn was kaputt geht, bei Epson werde ich immer Teile finden. Bei der komischen China-Marke? Also ja, ich habe den Drucker installiert, dann habe ich einen neuen Schiebeschrank zusammengebaut, dann habe ich mich mit der Transferpresse auseinandergesetzt, dann musste ich wegen Druck gucken, weil das Papier, was ich benutze, hat einfach keine verfickte Sau in seinem Tutorial benutzt. Also musste ich Freestyle machen. Aber es hat funktioniert. Ah. Hier haben wir nochmal dasselbe Motiv. Ich habe drei Motive, jeweils zweimal erstmal. Es waren halt, eine Tasse allein kostet mich 8 Euro im Rohmaterial. Den konnte ich leider nicht mehr bestellen. Aber ich muss sowas von mehr bestellen nach der Kunde. Ich muss sagen, dieses Glücksgefühl macht gerade ein bisschen süchtig, weil it's fucking amazing. Es ist wirklich schön zu sehen, dass etwas funktioniert, nachdem ich jetzt die letzten Monate immer das gegenteilige Gefühl habe. Life ist kacke. Das ist vor allen Dingen demotivierend. Weil du versuchst und versuchst, aber gefühlt läufst du nur gegen die Wand. Ich meine, hey, ich habe jetzt immerhin wieder ein Bewerbungsgespräch in Aussicht. Ich warte gerade noch auf die Rückmeldung. Ich habe drei, vier Termine genannt, wo ich gesagt habe, da kann ich und würde ich gern auftauchen. Nochmal gucken, wann sie es sagen. Und dann vielleicht ab nächsten Monat oder allerspätestens übernächsten habe ich dann wieder Arbeit und dann kann mein Kopf runterfahren und dann bin ich wieder beruhigt. Dann wird es zwar auch wieder stressig, weil ich muss mich ja dann erst wieder an Arbeit gewöhnen. Aber es ist, ich wünsche mir so hart diese finanzielle Sicherheit gerade wieder. Ich meine, ich habe so gehaushaltet, dass ich immer noch ganz gut stehe. Aber es fuckt halt schon ab, vom Start zu leben. Das ist nicht cool. Das ist ein echt uncooles Gefühl. Ich will wieder arbeiten. Und ein Deckel, bevor ich ihn vergesse.
Okay, das ist nochmal dieselbe. Ich dachte mir, auch wenn ich jetzt nicht so der Fanservice-Fan bin, aber so ein bisschen, warum nicht, ne? Ist ein gutes Gefühl, dass es funktioniert. Die Tassen sind wundervoll. Scheiß drauf, ich will nie wieder andere haben. Auch wenn sie vergleichsweise teuer sind. Die normalen Kristall. Nee, nicht Kristall. Kristallkübel. Die typischen Keramikkübel kosten weniger. Aber das Ding ist halt praktisch, weil du kannst es zumachen. Du hast einen Strohhalm. Ist cool für die Umwelt. Praktisch, gute Größe und so weiter. Das ist mir das Geld da, die. Auch wenn es erstmal weh tut im Investieren, weil, wie gesagt, ich habe nur 8 Tassen gekauft und ich bin über 60 € losgeworden, weil eine alleine 8 € kostet. Ihr musstet natürlich ein Eulen. Es musste die Eule her, okay? Ich liebe dieses fucking Eulenmotiv. Ich fühle es aus tiefstem Herzen. Jetzt muss ich nur noch das hier oben abkriegen. Euchen. Ich glaube, ich habe dann doch nur 5 Tassen dabei, weil das ist für mich selber gut genug. Eigentlich nicht. Es tut gerade schon ein bisschen weh. Da habe ich nicht genug Druck ausgeübt. Dreck. Aber alle anderen sind fein. Nur hier. Ich habe da vermutlich zu wenig Druck ausgeübt. Leider. Naja, habe ich doch eine Tasse für mich. Ich dachte eigentlich erst, dass wenn ich nachbestelle, habe ich was davon. Man kann nicht alles haben, habe ich gehört. Aber hey, ansonsten 7 von 8 Tassen haben funktioniert. Die eine muss ich noch ein Motiv zeichnen, dann kann ich die auch machen und würde sagen, wir sehen uns auf der Corn Beaches. Den ganzen anderen Schmarrn müssen sie sich nicht antun. Schon genug vor Video. Ja, ich will Bett.
Lead Bank Exhibition Center, and we wish you a successful day at Leipzig Book Fair, Manga Comic Con, and Leipzig Antiquarian Fair. Entschuldigung, sind Sie dieses komische Elf da oben? Du hast mich enttarnt! Ja, surprise, ja, motherfucker! Ich weiß nicht, mein Zensurlineal reicht nicht aus, um mich zu zensieren. Nein, nein. Möchten Sie Reportage geben über die letzten zwei Tage? Über die letzten zwei Tage? Nazi-Dokumentation? Ja. So, hier auf der Messe sieht man allerhand spannende Dinge. Die Menschen, verlorene Kinder. Oma Ingrid sieht man leider nicht. Das ist eine super geile Messe. Ja. Macht mega Spaß hier. Und der Profi-Stand war eine super geile Idee. Und was ist Ihre Prognose für heute und Tipps? Die Prognose für heute ist maximale Eskalation, selbstverständlich. Koffein bis zum Tod und ja. Der Untergang. Und tropische Temperaturen, deswegen das Outfit. Ja. Wir möchten natürlich unsere legendäre Helferin hier auch nicht. Komm mal ran hier! Nein! Nicht verstecken! Das ist mich! Nein! Ich durfte mich nicht verstecken, darfst du ihn verstecken? Das ist okay, darf ich vorstellen. Sehr geehrtes YouTube, für die drei Leute, die meine Videos gucken, das ist Greenchen. Nein, also sind das zwei, die noch nicht gucken. Das ist noch ein unbekannt. Ich habe ein Mauspaddy verkauft und eine Tasse, ja. Und wenn ich ganz viel Glück habe, ja. Geht das heute weg. Danke. So, mein sehr geehrtes Helferlein, was sagen Sie zur ersten Korn-Erfahrung? War ganz schön wild, Alter, du, Alter. Auf und ab, die Gefühle. Ja, war eigentlich toll, aber hat echt Spaß gemacht. Sie werden die Scheiße nächstes Jahr und nächstes Jahr und nächstes Jahr und nächstes Jahr. Nee, dann habe ich mich angemeldet. Ich bin jetzt unter Vertrag hier. Jetzt wird Zeit für Food. Food. Bevor dann die böse Rückfahrt kommt. Aha.